Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 128. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Quests haben wir schon angenommen. Und wir müssen. Ja, Grollhufe töten. Was müssen wir noch töten? Wir müssen Grollhufe töten. Wir müssen Talbox töten und wir müssen Wildrocks töten. Also von allem etwas. Schön. Und wir können fast alles ledern, außer Vögel. So muss das sein. Wie gesagt, Nahlgrand ist eins der besten Plätzchen, um schöne Sachen zu sammeln. Wie Blumen, aber wir sind ja kein. Ne? Wisst schon. Kräuterkundler. Erze kann man, glaube ich, auch recht gut sammeln. Für Reichweite. Das geht eigentlich alles ganz gut hier. Ist so ein Farm-Hotspot. Das finde ich sehr schön. Kann man den eigentlich auch zähmen? Sekunde. Schießen. Nicht zähmbar, okay. Dann kam da später erst rein. Es gibt ja ein paar, die laufen auch mit hier den Grollhufen noch rum. Habe ich gesehen. Meine, die sind ja auch cool, oder sehen auch cool aus, ne? Riesengroß und so, allerdings stampfen die immer. Bum, 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 bum. Na gut, finde, gibt es Schlimmeres. Kann man die zähmen? Nicht zähmbar. Okay. Und was ich gesehen habe, dass das Pad immer einem mit einem läuft, wenn man reitet oder so. Fand ich auch lustig. Was trinken? Jetzt wird das hier nichts mit dem großen Schlachten. Unser Petleilen. Jetzt fällt das gleich um. Es gab damals auch einen Mythos, aber ich weiß, ich krieg den, glaube ich, nicht mehr so ganz zusammen. Das war je nachdem, wie man sein Tier nennt, konnte das irgendwas Besonderes. Ja, ganz zusammen kriege ich das nicht mehr. Ja, schon gut. Oh. Ja, sehr schön. Aber das ist irgendwie, ach so, ist Leder. Ja, ist nicht wirklich das, was wir haben wollten. Wir wollen ja das Set zusammenkriegen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Punkte dafür, hatten wir letztens geguckt, ne? 20 oder so müssten wir haben. Ja, irgendwie so war das. Von daher brauchen wir da ein bisschen noch. Aber hier kriegen wir ja Leder. Leder, Leder, Leder ohne Ende.
Nach denen müssen wir dann noch die etwas älteren Grollhufe, danach glaube ich nochmal Grollhufe und danach den Grollhofchef. Irgendwie so. Also ist schon heftig eigentlich, was er ja töten muss. Das ist schon heftig. Wie gesagt. Für uns als Ledermenschen ist das schön. Auch wenn es ohne meine etwas länger dauert. Ich weiß, damals als Schurke habe ich dann immer ein paar zusammengepult, die gekillt, geledert, was gegessen und weiter. Hatte ich auch immer ganz viel Grollhuffleisch. Ja. Das brauchte man nämlich auch. Kochen. Ich weiß gar nicht, was man damit kochen konnte. Ich meine, irgendwas mit Stärke. Weil ich ja damals auch einen Krieger hatte, war das gar nicht verkehrt. Ich hätte das ja alles mit meinem Hunter machen können. Allerdings war mein Hunter damals zu klein. Ich hatte nie die Muße, noch irgendwas hochzuleveln. Weil ich hatte gerade den Schurken fertig. War gerade auf 70. Sagen wir, knapp einen Monat, da kam nämlich schon die nächste Erweiterung raus. Ich dachte, mit WOTLK habe ich dann recht viele hochgelevelt. Ich dann als erstes den Schurken, weil den hatte ich dann hauptsächlich gespielt. Dann habe ich einen Magier hochgespielt, dann einen Krieger habe ich hochgespielt. Puh, dann den Paladin. Und zum guten Schluss hatte ich auf 80. Ich glaube 8 Stück oder 7, 8 Stück. Dann kam Cutter auf 85. Hatte ich dann auch meine 8 Stück hochgelevelt. Hatte ich dann versucht, hatte ich mir an einen Priester versucht, aber habe ich nie wirklich hochgelevelt. Und als dann. Was kam denn nach Katta? Mr. Pandaria. Da habe ich dann ganz viele hochgelevelt. Da hat sie dann fast alle auf 90. Ja, alle bis dahin. 10 Stück. Das war Arbeit, du. Aber dadurch, dass ich nicht wirklich raiden gegangen bin, weil ich keine Zeit dazu hatte, oder habe, ist mir das halt geblieben, habe ich halt gelevelt. Von daher kein Problem. Kann ich dem das auch geben? Ja! Bevor der mir abhaut, kriegst du ein leckeres Stückchen Talburg wild dreht. Oh, wer will die Aufheizung macht? Muss ich immer an Alemania denken. Wer es kennt, weiß warum. Ich glaube, ich habe es auch schon verlinkt. In einer früheren Folge. Wir wandern jetzt langsam Richtung Telar. Das ist dann quasi die, in Anführungsstrichen, die Hauptstadt von hier. Tja. Da können wir dann nämlich eine Quest annehmen, wo wir dann freundlich werden und dann auch Alex. Und dann, ich glaube, wenn wir alle getötet, müssen wir Ober-Alex töten. Wo wir dann freundlich werden und dann auch
verkaufen können und vor allem kaufen können. Darum geht's ja. Wir müssen ja unbedingt Fleisch brauchen wir. Einmal für uns, weil wir können das rohe Zeug nicht essen. Und für unseren Freund. Weil Mana gedöns haben wir ja genug. Aber der trinkt ja nicht Mana. Der Guteste. Leider war. So. Jetzt haben wir auch schon Grollhuf-Leder. Das ist. Das war damals teuer. Ich weiß, ich habe mir den Arsch. Po weggefarmt. Um an das Leder zu kommen. Was ich halt nur jedem empfehlen kann, wenn er hier levelt, den Beruf mitmachen, direkt mitmachen. Weil nachher den Beruf zu machen, das wird schwierig. Beziehungsweise je nachdem, wie er es macht, wird es halt anstrengend wegen dem ganzen Gefarme. Und nachher wird das halt, wenn er keinen Bock mehr auf Farmen hat, was meistens kommt, wird es teuer im Auktionshaus. Das ist echt öde. Oh. Hier, die müssen wir danach den Talbox töten. Oder müssen wir nur zweimal? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine dreimal, aber ich kann mich auch irren. So. Falsche Ausfahrt. Sind wir noch da? Upsala. Genau. Gleich nach Tella. Und da gucken wir uns das Ganze mal an. Das können wir nachverkaufen, das verkaufen. Upsala. Hier auch. Schon mal sortieren, was wir nicht brauchen. Das können wir nachher wegschicken. Ja, das ist auch eine solche Quest. Wenn man dann irgendwann hier unten gelandet ist, kommt dann ein Elite-Mob. Den muss man dann umhauen. Am besten geht es zu zweit. Am schnellsten geht es zu dritt. So. Dann habe ich hier ein bisschen Leben bekommen von uns. Mal. Wir müssen gleich noch den Brocken töten. Ihr wisst, wie ich meine. Jetzt gibt es wenigstens keine Fetzen mehr. Ach doch, gibt es auch noch. Hier. Die sind jetzt erstmal neutral, glaube ich. Ja, Fetzen gibt es immer noch. Ich dachte, es gibt keine Fetzen mehr für uns. Aber doch, doch, wir müssen da noch Fetzen. Naja. Warum werden die denn jetzt so angezeigt? Wie geht's? Nathingery Safari. Okay. Genau, das ist das bei den Brocken. Normalerweise. Okay, der ist Silber. Das ist ja lustig. Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich gehe jetzt mal den Brocken töten und komme wieder und gucken uns das nochmal an. Ja, normalerweise kann man die nicht sehen, die Quests. Was haben wir denn anders gemacht als sonst? Oh ja, die Bullen müssen wir auch töten nachher.
Oder doch nur zweimal. Hm. Was soll das denn, ne? Ist der Brocken. Ich habe damals gedacht, das wäre irgendwie verbuggt. Ein bisschen buggy ist es, ja. Anscheinend müssen wir den Brocken noch nicht töten. Danach anscheinend. Wir machen es aber wie ganz normal. Das heißt, man muss erst die Dinger töten. Halt schon um. So. Pläne, okay. Pläne haben wir. Die direkt abgeben gehen. Und von da aus, meine ich, müssen wir dann den Brocken killen. Wo wir dann eigentlich erst Ruf da bekommen. Warum wir schon Ruf bei Corona haben, weiß ich nicht. Oder das... Man müsste... Schimmelt Kronoi. Da, neutral. Aber waren wir vielleicht vorher Hass erfüllt? Und wenn wir dann noch schon in sagt schnell. Hier. Zahngamaschen ein paar Sachen gemacht hatten für die. Man weiß es nicht. So. Könnte auch Billy sein. Da mit dem, ja, mit dem Brocken spricht. Genau. Dann kriegt man nämlich direkt 500 Ruf. So. Das jetzt gleich angucken. Oh, Diskussion. 1100 Grit. Ja, das fand er nicht gut. Was schönes für uns. Fetzen, also so ein Monster und da kommen Fetzen raus. Unglaublich, oder? So ein Monster von Tier und dann kriegen wir Fetzen. Zippeln. Hier der Brocken pennt. Holen wir uns erst den. Piu. Okay, passt. Ich versuch den. Okay. Wenn da lang läuft, ist kacke. Holt er den nochmal? Das möchte ich noch nicht. So, holen wir uns jetzt gleich den. Sehr gut. Bin mal gespannt, ob das klappt, weil ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal. Dass ich den halt ein paar Mal besiegen musste. Ah, wunderbar. Dann haben sie es vielleicht gefixt. Sehr schön. Jetzt beeilen, bevor er böse wird.
Dann haben sie es gefixt. Dann haben sie... Finde ich sehr gut. Weil, also eine Zeit lang war es halt so, das ist aber jetzt schon was länger her, da konnte halt auf den rumballern, irgendwann starb der dann und ich glaube beim gefühlten siebten Mal oder so hat es dann funktioniert. Dann hat er nicht geplündert. Beim siebten Mal oder so hat es dann erst funktioniert, dass man den dann befragen konnte. Und jetzt hat es ja direkt beim ersten Mal funktioniert. Wunderbar. Gute Arbeit. So, normal ist, wenn wir jetzt hier abgeben gehen. Dass man dann nämlich noch da einen Ruf bekommt. Damit den hier erst reden kann. Dass dann auch die Quests freigeschaltet werden, normalerweise. Dann geht das. Also vorher habt ihr das nicht gesehen, jetzt habt ihr das erst gesehen. Aber gut. Ich nehme noch die Quests an. Und die silbernen Quests kriegen mal mit 65, wenn die dann freigeschaltet. Ja, den nimmt man satten. Nachher. Wie viele Quests haben wir? Oh, passt genau. Passt genau, so. Oder auch nicht. 152 wollen wir noch nicht. Und hier fehlt immer feste. Noch nicht. Das ist aber drohende Elemente. Warum uns der schon weiterschicken will, weiß ich nicht. So. Hohoho. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Folgennummer weiß ich jetzt gerade nicht. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.